Halo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u novu video lekciju. Šta li je za danas pripremila? Pripremila je 100 reči sa primjerima za osnovni nivo. Učimo reči kroz primjere, naravno, u praksi primjenjujemo ono što učimo da bismo što pre zapamtili i krećemo odmah. Also, prva reč je ständig. Ständig, stalno. Es passiert ständig etwas. Stalno se nešto dešava. Es passiert ständig etwas. Ständig, naravno, koja je prva reč koju učimo za uvek. Reč ima. Ima. Zatim imamo broj 2, a to je möbel, namešte. Dakle, möbel je reč koja je u nemačkom uvek u množini. Kod nas je nebrojiva, pa kad kažem nameštaj je lep. A ovdje su lepi nameštaj, znači uvek je die möbel, sind die möbel neu. Mi prevodimo da li je nameštaj nov. Neću da kažem da li su nameštaji novi, tako? Ali uvek die möbel ide u množini sa glagolom u množini. Znači die möbel sind neu. Dobro. Onda imamo etwas kao nešto, da se setimo prve rečenice. Es passiert ständig etwas. Stalno se nešto dešava. Es passiert ständig etwas. Hast du etwas auf Kredit gekauft? Möchtest du etwas essen? Ja, ich möchte etwas essen. Znači, kratki jednostavni primjeri. Da li si nešto kupio na kredit? Da li bi želeo nešto da jedeš? Da, želeo bih nešto da jedem. Šta je suprotno od etwas? Nichts. Je li tako? Nichts, nichts, ništa, ništa. Möchtest du etwas essen? Nein, nichts, ništa. Ok. Zatim, außer, osim. Außer Anna möchte niemand den Film sehen. Znači, nur Anna möchte den Film sehen. Samo Anna hoće da gleda film. Außer Anna möchte niemand den Film sehen. Osim Anne, niko ne želi da gleda film. Kako ćemo da kažemo osim nje? Znači, šta nam treba da bismo rekli osim mene, tebe? Treba nam zamenicu dati ovo, znači außer mir, außer dir, außer ihm, außer ihr, außer uns, außer euch, außer ihnen, außer ihm. Za persiranje. Dakle, osim nje, niko neće da gleda film, ćemo reći außer ihr, möchte niemand den Film sehen. Ok, znači außer znači osim i iza ide dativ. Postoji još jedna reč, osim toga, i to je außer dem. Znači, umoran sam, a osim toga i nemam volje da idem tamo. Ich bin müde und außerdem habe ich keine Lust dorthin zu gehen. Osim toga, außerdem. A osim, i onda dodam čega, osim mene, osim tebe. Ok. Dakle, außer stoji uz nešto, außer den može stoji samo, osim toga. Onda idemo na poklon. Svi volimo poklone, das Geschenk je poklon. Das Geschenk. Ich verspreche dir ein Geschenk. Danke für das schöne Geschenk. Znači, obećavam ti poklon, hvala za lep poklon. Schenken je glagol i znači pokloniti nešto. Schenken. Das Geschenk je poklon. Versprechen, obećati. Ich verspreche dir ein Geschenk. Danke für das schöne Geschenk. Znači, das Geschenk, srednji rod. Das schöne Geschenk, lep poklon. On mi je poklonio lep poklon, kako ćemo reći. Hat mir ein schönes Geschenk geschenkt. Hat mir ein schönes Geschenk geschenkt. Ok, geschenkt. Ok, idemo dalje. Fleißig je sljedeća riječ, broj 4. I što znači fleißig? Znači vrijedan. Ich halte sie für fleißig. Laka reč u teškoj rečenici. Da, to je isto dobar metod. Znači, kad učimo neke lake reči, onda ih stavimo u malo težu rečenicu sa nekom još drugo možda reči koje hoćemo da naučimo. A kad je neka teška reč,
onda se ostale reči i rečenici moraju da budu skroz, skroz jednostavne i lake, da ne razmišljamo o njima, da bi mogli da se koncentrišemo na težu reč. A pošto ovo fleißig, koliko toliko znamo, onda imamo rečenicu i halte sie für fleißig. I sad razmišljam što je to halte, halten, halten, zaustaviti se, stati, držati, halten. Međutim, nekoga držati, bukvalno znači nekoga smatrati. I halte sie für fleißig, ja smatram vas za jednu vrednu osobu. Zi kao persiranje. Ili zi malo, onda bi bilo nju. Ja smatram da je ona vredna. I halte sie für fleißig. Ok. Dobro. Onda imamo sich kümmern, jedan od, da kažem, najpopularnijih glagola sa predlozima. Koji predlog? Pa evo ga ovde. Znači, on će uvijek biti praćen sa kad kažem o čemu se brinem. I kümmere mich um alles, wer kümmert sich um die Kinder? Ja se brinem o svemu, ko se brine o deci. Also, glagoli sa predlozima treba posebno naučiti na pamet. Moram. Ali druga, da kažem što je bitnija stvar, jeste šta da radim ja sa glagolom, sa predlozima i kako, gde ću, taj, šta mi znači taj predlog, mnogo mi znači. Znači, prvo u potvrdnoj rečenici, znači, ja se brinem o, ja moram da to znam da je to o, Nema već što kod nas je nešto drugo. Znači, kod njih je ih primerim ih umales. Ali sa druge strane, bitno je da kažem, da znam da postavim pitanje sa glagolom, sa predlogom, tipa o kome se brineš i o čemu se brineš, i da kažem, pa ja ću se pobrinuti o tome. Dakle, ajde prvo to, o tome, kako ćete reći, o tome ću se ja pobrinuti. O tome, to bi nekako došlo da kažemo das, pošto znam da je u ovde sa kümmernije o das. Međutim, nema das, nego darum. Znači, to das se pretvara u da, uvek, i dodajem u predlog. Ovde su bacili jedno r zbog Darum, darum, kümmere ich mich. O tome ću se ja pobrinuti. Wen je o kome, wen, ali worum je o čemu, worum. Za predmet idemo sa wo. Pričali smo mnogo puta o tome. Ako vas interesuje, dakle, nađite na kanalu, sad ću vam pokazati gde. Dakle, kako da tražite nešto kad hoćete nešto da učite. Dakle, idete na kanal. Evo sam ja. Znači idete ovde i imate ovu lupu ovde. I ja tu ukucam glagoli sa, mogu čak i samo to, ne moram predlozima. Glagoli sa razvojnim prefiksima, evo ih, važni glagoli sa predlozima. I kako da se pravilno postavi pitanje. To je to, evo ga piše tu, voran, anven i tako dalje. Dakle, i snimala sam ih dosta, jer to nikada nije na odmet obnavljati. Dobro, ovo su sa prefiksima, vi tražite sa predlozima, i uputstvo kako da se koristi, evo još jedan. Ok, dobro, ajmo dalje. Idemo na broj 8, to je einsam, znači usamljen, sie ist jetzt nicht einsam, sie hat Freunde. Ona sada nije usamljena, ona sada ima prijatelje. Sie ist jetzt nicht einsam, sie hat Freunde. Ok, einsam. Allein je sam, einsam je usamljen. Einsam. Zatim imamo reč osoba. Reč osoba na persona. Persona. Person je na nemačkom ženskog roda. Znači uvijek je die Person. Diese Person. Ova osoba. Diese Person. Ich fühle mich wie eine andere Person. Osjećam se kao druga osoba. Ich fühle mich wie eine andere Person. Ok? Die Person. Dakle, možemo koristiti reč der Mensch, to znači osoba, der Mensch, die Person. Der Mann und die Frau. Također. Ok. Zatim imamo reč tagsüber, tagsüber. Preko dana. Dnevno. Tagsüber schlafe ich manchmal etwas nach dem Mittag essen, nekirchen, machen. Fare un pisolino, što bi rekli Italijani, popodnevna dremka. Tagsüber, preko dana, schlafe ich manchmal etwas, spavam ponekad pomalo, nach dem Mittag essen, nakon ručka. To je uvek najslađe, ali nemamo baš svi tu mogućnost, jel da? Ok,
Also tagsüber, tagsüber. Um wie viel Uhr, koliko sati, um wie viel Uhr schläfst du ein, einschlafen, zaspati, ukoliko zaspiš, um wie viel Uhr gibt es Frühstück, ukoliko je doručak, um wie viel Uhr gibt es Frühstück. Um wie viel Uhr, um 2 Uhr, znači u odgovoru imamo um. Okay. Jung je mlad, mein Lehrer ist jung, meine Lehrerin ist jung. Bei uns im Haus wohnen viele junge Leute. Ovde, kod nas u kući žive mnogo mladih ljudi. Haus veoma često koristimo zapravo za značenje zgrada. Znači, kao Gebäude. Das Haus. In diesem Haus gibt es keinen Aufzug. U ovoj zgradi nema lifta. Znači, ovde je ovo, kod nas u zgradi ima mnogo mladih. Dobro. Der Junge, dečak. Znači, završava se na N, je ženskog roda. Der Junge. Warum weint der Junge? Mein Sohn ist ein guter Junge. Pazite ovo, ein guter Junge. Zašto plače dečak? Warum weint der Junge? Mein Sohn ist ein guter Junge. Moj sin je dobar dečak. Junge je inače imenica koja pripada onoj N deklinaciji, tako da će u svim oblicima, osim u nominativu, imati N. Einen Jungen, mit einem Jungen, da vas ne zvuni, a nije množina. Der Zug je voz, ich fahre gerne mit dem Zug, volim da se vozim vozom. Der Zug fährt um 6 ab, voz polazi u 6, der Zug fährt um 6 ab. Weinen, plakati, hast du geweint, prošlo vreme, da li si plakao? Warum weint dieser Junge? Kao što rekao smo, što plače ovaj dečak. Weinen, geweint. Der Spiegel. Ogledalo, sie möchte einen Spiegel kaufen. Želi da kupim. Einen kleinen, einen großen Spiegel. Znači, ako sad je muškog roda, želi da kupi einen Spiegel. Jedno gledalo. Das Brötchen. Zemička, er ist Brötchen zum Frühstück, znači jede one male klebiće za doručak. Er ist Brötchen zum Frühstück. Brötchen zum Frühstück. Ledig, verheiratet, geschieden, ledig, znači verheiratet, oženjen, geschieden, razveden, ledig, single. Neoženjeni i nerazveden, nego je ledi. Abbiegen, skrenuti. Ich kann nicht geradeaus gehen. Ich muss nach links abbiegen. Ne mogu da nastavim pravo, moram da skrenem levo. Ich kann nicht geradeaus gehen. Ich muss nach links abbiegen. Ok, skrenuti. Abgebogen, particip 2, abgebogen. Links je levo, rechts je desno, gehen Sie die nächste Straße links, gehen Sie die nächste Straße rechts. Idite u sljedeću ulicu, links, levo, rechts, desno. Wohlfühlen, znači mi kažemo dobro, gut, ali možemo koristiti ovaj glagol sa wohl. Wie fühlst du dich? Kako se osjećaš? Ich fühle mich wohl, u značenju gut. Ich fühle mich wohl. Prošlo vreme wohl gefühlt. Er hat sich wohl gefühlt. Der Onkel, die Tante. Er wohnt bei seinem Onkel, živi kod ujaka. A kako će biti kod tante? Bei seiner Tante, znači ženski rod. Seiner. Bei seiner Tante, bei seinem Onkel. Der Flug, let. Wie war der Flug? Angenehm. Kako je prošao let? Kako je bilo? Wie war der Flug? Angenehm. Wie lange dauert der Flug? Koliko traje let? Wie lange dauert der Flug? Koliko traje let? Znači, šta imamo tu? Der Flughafen, aerodrom, der Flug, let, das Flugzeug, avion. Das Flugzeug, der Flug, der Flughafen. To je dok reći, die Fahrt.
neki par bi bilo putovanje žensko. Angenehm, prijatan, unangenehm, neprijatan. Der Flug war angenehm, das war mir furchtbar unangenehm. Bilo mi je užasno neprijatno. Peinlich auch. Das war mir, es ist mir peinlich, znači blame, nešto mi sramota, es ist mir peinlich. Das war mir furchtbar unangenehm. Bilo mi je užasno neprijatno. Furchtbar unangenehm. Schrecklich. Strašno schrecklich. Es war ein schrecklicher Tag. Bio je to jedan užasan dan. Es war ein schrecklicher Tag. Und ich habe schreckliche Kopfschmerzen, hvala Bogu, nemam. Nadam se da niko od vas nema. Jer kad dođu schreckliche Kopfschmerzen, onda nam nije ni da čeka. Ich habe keine schreckliche Kopfschmerzen, Gott sei Dank. Und es war nicht ein schrecklicher Tag. Nije, nije bio neki schrecklicher Tag. Bio je onako. Zuzu. Zulala. Furchtbar, strašno, aber es ist furchtbar heiß, und das ist richtig, es ist furchtbar heiß, užasno je vruće. Und wir haben uns furchtbar gelangweilt, također se nadam da nismo se furchtbar gelangweilt, da se nismo užasno dosađivali. Wir haben uns gelangweilt, furchtbar gelangweilt, užasno smo se dosađivali. Bedeuten, značiti, weißt du was das bedeutet? Wie sagt man das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Znači, da li znaš što to znači? Wünschen, nekome nešto poželiti. Ich wünsche dir Erfolg, ich wünsche dir viel Glück, und so weiter. Znači, ich wünsche dir viel Erfolg, želim ti puno uspeha, ich wünsche Ihnen viel Glück, želim vama persjenenje mnogo sreće. Ok. Hübsch, sie ist sehr hübsch und immer lustig. Ovo je rečenica iz knjige Deutsch ohne Mühe iz 1952. Ona je veoma lepa i uvek je tako vesela. Sie ist sehr hübsch und immer lustig. Wir haben eine hübsche Wohnung gefunden. Pronašli smo jedan lep stan. Wir haben eine hübsche Wohnung gefunden. Der Himmel ist voller Sterne. Nebo je puno zvezda. Es gibt viele Wolken am Himmel. Ima puno oblaka na nebu. Notwendig, neophodno. Muss ich noch einmal kommen? Nein, das ist nicht notwendig. Ma nije neophodno da dođete. Moram li još jednom da dođem? Ne, nije neophodno. Das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig. Schluss machen. Ich muss jetzt Schluss machen. Dakle, to kažete kad pričate s nekim telefonom i kažete ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss arbeiten. Znači, moram da prestanem, sad moram da radim. Ich muss jetzt Schluss machen. Okay. Berechnen. Was berechnen Sie pro Nacht? Koliko naplaćujete za noć? Was berechnen Sie pro Nacht? Er berechnet zu viel. On suviše mnogo to naplaćuje. Er berechnet zu viel. Damals. Ma wir waren damals junger. Znači, mi smo tada u to vreme bili mladi, damals. Tada sam živeo, ne znam, damals habe ich in Deutschland gewohnt. Dobro, rechnen, damit hat sie nicht gerechnet. Rechnen je računati, ali ovdje imamo lep izraz, pa na to nije računala, znači još jedan glagol sa preduzima, rechnen mit, na to, mi bi rekli na to, mit das, nije mit das, nego damit, damit hat sie nicht gerechnet. Ablehnen. Er machte mir einen Vorschlag, den ich nicht ablehnen konnte. Napravio mi je jedan predlog, bukvalno predložio mi nešto. Napravio mi je predlog koji ja nisam mogao da odbijem. Vorschlag den, ako se pomoću ugroda koji, ich nicht ablehnen konnte. Ich kann nicht glauben, dass er diesen Job abgelehnt hat. Ne mogu da verujem da je odbio taj posao. Ablehnen, abgelehnt, znači nicht akzeptieren, nicht annehmen, sondern ablehnen. Ein Angebot, eine Einladung, ablehnen. Znači suprotno bi bilo annehmen, akzeptieren. Schwierig, teško, die Prüfung ist nicht schwierig.
ispit nije težak. Diese Arbeit ist schwierig für uns. Ovo je posao za naš težak. Znači, postoji reč schwer. I taj schwer koristimo i za, kada je nešto teško, evo, schwer zu sagen, teško za reći. Ali schwer u smislu teško za poneti. Der Tisch ist schwer, ich kann es nicht tragen. Odnosno, ich kann ihn nicht tragen. Ili der Koffer ist schwer. Koffer je težak. Der Fahrer vozač, ist der Fahrer müde? Da li je vozač umoran? Meistens, uglavnom. Meistens ist es nötig, ein Jahr zu warten. Uglavnom je potrebno da se sačeka i do godinu dana. Meistens ist es nötig, ein Jahr zu warten. Nötig, neophodno. Notwendig smo imali, nötig. Er ist Taxifahrer und er arbeitet meistens nachts. On je Taxifahrer i radi uglavnom noću. Er arbeitet meistens nachts. Verletzt, povređen. Der Fahrradfahrer war leicht verletzt. Vozač bicikla je bio malo povređen, leicht verletzt. Ali zum Glück, sorry, ne ali, nego zum Glück ist niemand schwer verletzt i na sreću niko nije ozbiljno povređen. Zum Glück ist niemand schwer verletzt. Pünktlich, tačno na vreme. Sei bitte pünktlich. Sei, budi, molim te, tačan. Sei bitte pünktlich. Komm pünktlich um 10 Uhr. Dođi tačno u 10. Die Luft, vazduh. Frische Luft, svež vazduh. Ist die Luft sauber? Da li je vazduh čist? Gucken, pogledati. Guck doch mal, es schneit. Pogledaj, pada sneg. Guck doch mal, es schneit. Guck doch im Wörterbuch nach, pogledaj u rečniku. To je onda sad ovo nachsehen, nachgucken, pogledati u nekoj knjizi u rečniku za neko značenje reči. Guck doch im Wörterbuch nach. Znači, evo ga ovaj schneien, ovdje smo rekli, gde je bilo schneien? Es schneit, pada sneg. Es schneit die ganze Nacht, pada cijelu noć. Es schneit die ganze Nacht. Das Wörterbuch je rečnik. Das Wörterbuch kostet nur 5 euro. Reči košta samo 5 euro. Stören. Es tut mir leid, sie zu stören. Ich will dich nicht stören. Ometati, uznemiravati nekoga. Žao mi što se uznemiravam. Es tut mir leid, sie zu stören. Ich will dich nicht stören. Entschuldigung, ne želim da te uznemiravam. Ich will dich nicht stören. Der Lügner, lažov, du bist ein Lügner, ti si lažov. Schnell, brzo, komm schnell. Dođi brzo, komm schnell. Wie schnell bist du gefahren? Koliko si brzo vozio? Wie schnell bist du gefahren? Oben, wer wohnt oben? Ko živi iznad? Wer wohnt oben? Ich wohne oben im vierten Stock. Ja živim gore. Im vierten Stock, na četvrtom spratu. Der Wald, šuma. Im Wald ist es ruhig. Šum je mirno. Ich mag im Wald spazieren. Volim da šetam šumom. Ich gehe in den Wald. Akuzativ, idem u šum. In den Wald. Apetit. Ich hab heute keinen. Pazite, znači muški rod. Ich hab keinen apetit. Ich will nichts essen. Neću ništa da jedem. To se meni ništa nikad ne dešava. Ich will immer etwas essen. Ich will ständig essen. Besser, bolje. Hast du eine bessere Idee? Imaš li bolju ideju? Je früher, desto besser. Ovo je veoma lepo. Znači, što pre to bolje. Što ranije, to bolje. Je früher, desto besser. I tu je taj veznik iz dva dela, je i desto. Što? Je plus komparativ nekog prideva i desto plus komparativ. Je špeta, je früher, je besa, je šnela. Die Zukunft je budućnost. Werden wir in Zukunft besser leben? Da li ćemo u budućnosti bolje živjeti? To se ne zna. Denken Sie an seine Zukunft? Mislite na svoju budućnost. Znači, denken je še jedan glagol sa predlogom. An plus akuzativ. Ich denke an. Woran? Daran. Znači, denken Sie daran. Mislite na to.
Nije andas, nego daran. Denken Sie daran. Rennen, trčati. Ich renne, weil ich zu spät bin. Trčim jer kasnim. Ich gehe schnell, ich renne, weil ich zu spät bin. Das Flugzeug, avion. Das Flugzeug ist 2 Stunden zu spät angekommen. Gelandet. Znači, sleteo je 2 sata sa zakašnjenjem. Das Flugzeug ist 2 Stunden zu spät angekommen. Ruhig, miran. Bleib ruhig und setz dich. Ostani miran i sedi. Bleib ruhig und setz dich. Die Nacht ist so ruhig und schön. Noć je mirna i lepa. Die Nacht ist so ruhig und schön. Gute Besserung. Gute Besserung. Ozdravi brzo. A kad neko kine, kažete Gesundheit. Neće se nacrtao što u nas. Znači, Gesundheit je nazdravlje, a Gute Besserung brzo ozdravi. Gute Besserung. Beschäftigt, sauzet. Sie sind sehr beschäftigt, oni su zauzeti. Er war sehr beschäftigt, on je bio zauzet. Menschen betrügen, varati ljude. Betrügen, prevariti. Das Geld, novac. Ich finde immer Geld, ja uvijek nađem novac. Heiraten, venčati se. Er hat die Absicht zu heiraten, on ima nameru da se venča. Er hat die Absicht zu heiraten. Absicht je namera. Auch früher hatte ich die Absicht, dich zu besuchen. I ranije sam ja imao nameru da te posjetim. Auch früher hatte ich die Absicht, dich zu besuchen. Das war nicht meine Absicht. To nije bila moja namera. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte das nicht machen. Der Sessel, fotelja. Mein Hund schläft immer auf meinem Sessel. Und Ativo. Moj pas uvek spava na mojoj fotelji. Mein Hund schläft immer auf meinem Sessel. Wichtig, važno. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Znači, kad imam ovo etwas, onda wichtig pride posle imenica, piše se velikim slovom i dodaje se es. Wichtig, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Schön, ich muss dir etwas Schönes sagen. Schlecht, ich muss dir etwas Schlechtes sagen. Was ist wichtig für dich? Šta je za tebe važno? Was ist wichtig für dich? 2, broj 2. Sie bleiben nur 2 Tage. Ostaje samo 2 dana. Sie bleiben nur 2 Tage. Kurz, kratak. Ich bin dort kurz geblieben. Tamo sam ostao kratko, nur 2 Tage. Ich bin dort kurz geblieben. Er hat kurze Haare. Ima kratko kos. Während, tokom, za vreme. I zaide genitiv. Während des Sommers schwimmt sie jeden Tag. Tokom leta pliva svaki dan. Während des Sommers schwimmt sie jeden Tag. Ich kann dir meine Wohnung vermieten, während ich weg bin. Mogu ti zajmiti svoj stan dok sam na putu. Ich kann dir meine Wohnung vermieten, während ich weg bin. Sich kämen, češati se. Ich muss mir die Haare kämen. Moram da se očešljam. Sich die Haare kämen. Drinnen, unutra. Hier drinnen ist es sehr warm. Ovdje unutra je veoma toplo. Napolju je draußen ist es heiß. Napolju je vruće. Die Situation ili die Lage. Die Situation hat sich geändert. Situacija se promijenila. Die Situation hat sich geändert. Warum hast du deine Meinung geändert? Zašto si promijenio svoje mišljenje? To je stvari primjer za die Meinung. Znači, Meinung, ändern, predomisliti se. Warum hast du deine Meinung geändert? Was ist deine Meinung dazu? Koje je tvoje mišljenje o tome? Was ist deine Meinung dazu? Er ändert immer seine Meinung, on uvijek menja svoje mišljenje. Er ändert immer seine Meinung. Die Haare. Blonde Haare, lange Haare, kunze Haare, Kose. Die Schere, Makase. Er hat Schere genommen, ihre Haare geschnitten.
uzeo makaze i ošišao kosu. Znači, ea hat ire hare gešnitn, on je ošišao. A kad kažem ona se šišala, ea hat di hare šnajden lasen. Znači, dala je da se ošiša, nije se samo šišala. Ea hat di hare šnajden lasen. Erklären, objasniti. Es gibt nicht zu erklären. Nema šta da se objašnjava. Es gibt nicht zu erklären. Das Geheimnis, tajna. Das ist ein Geheimnis, du darfst es niemandem sagen. To je tajna, to ne smiješ nikom da kažeš. Wir haben ein Geheimnis, wir haben kein Geheimnis, mi nemamo tajnu nikak. Die Adresse, naravno adresa, wie ist deine Adresse, koja je tvoja adresa? Neblih, maglovito, neblih, es ist neblih, maglovito je. Die Uhr je sat. Also, ich habe meine Uhr verloren. Izgubio sam sat. Ich komme um 2 Uhr, dolazim u 2 sata. Znači, isto se koristi i za sat. Ovaj, ili na zidu, die Uhr, ili u 2 sata, u 3 sata, um wie viel Uhr, u koliko sati. Der Schlüssel, ključ. Wir müssen den Schlüssel finden. Moramo naći koga šta, ključ, akuzativ. Wir müssen den Schlüssel finden. Die Schlüssel waren in seiner Tasche. Ovo su množina, ključevi. Znači, jedan je der, a množina je die, imenica se ne menja. Isti oblik ima, Schlüssel. Znači, gledamo po članu da li je jedin ili množina. Die Schlüssel waren in seiner Tasche. Ključevi su bili u njegove torbe. Das Regal, polica. Wo stellen wir das Regal? Hier in die Ecke. Gde ćemo da stavimo policu? Ovde, u ugao, u ćošak. Schon einmal. Habt ihr diesen Jungen schon einmal gesehen? Da li ste vi ovog dječaka već nekad videli? Habt ihr diesen Jungen, ovo sam rekla, Junge, uvek ima en. Osim u nominativu. Habt ihr diesen Jungen schon einmal gesehen? Ich hab ihn schon einmal getroffen, već sam ga seo. Versprechen, obećati, imali smo u početku ein Geschenk, versprechen, obećati poklon. Ich verspreche dir zu kommen, obećam ti da ću doći. Und was ich verspreche, halte ich, to što obećam ja održim. Particip je versprochen. I das versprechen je obećanje. Das versprechen obećanje. Mehrmals, više puta, dieses Wort habe ich schon mehrmals gelernt und wieder vergessen. Već sam je puno puta učio, opet zaboravio. Leider haben mich meine besten Freundin mehrmals enttäuscht. Nažalost su me moji prijatelji više puta razočarali. Mehrmals haben sie mich enttäuscht. Das Gewicht, težina. Ich mache mir Sorgen um mein Gewicht. Brinem se zbog svoje težine. Ich mache mir Sorgen um mein Gewicht. Mein Gewicht, das Gewicht. An Gewicht zunehmen, dobiti na težini, abnehmen, smršiti. Gleichgewicht, ravnoteža. Gleichgewicht, održati ravnotežu. Gleichgewicht, halten. Einschalten, uključiti. Können Sie das Licht einschalten? Aus. Isključiti. Aufhalten. Zaustaviti nekoga. Niemand kann mich aufhalten. Niko ne može da me zaustavi. Hier dürfen die Fußgänger sich aufhalten. Ovde pešaci mogu da se zaustave. Hier dürfen die Fußgänger sich aufhalten. Fußgänger je pešak. Der Fußgänger. Dieser Weg ist nur für Fußgänger. Ovaj put je samo za pešak. Der Mund, usta. Er will etwas Wasser, sein Mund ist trocken. Usta su mu suva i moja isto. Trocken, der Mund ist trocken. Ich habe trockene Haut, i ja isto, imam suvu kožu. Bevorzugen, više voleti, preferivati, preferirati. Ich trinke kein Bier, ich bevorzuge Wein. Kako je da kažem, ja ne pijem ni jedno ni drugo. Ich trinke. Ich trinke weder Bier noch Wein. Weder noch. Bevor,
wir gehen, möchte ich noch etwas essen oder möchte ich noch etwas sagen, bi rekla. Pre nego što krenem, želio bi još nešto da jedem i da kažem. Hast du noch etwas zu tun? Imaš još nešto da radiš? Haben Sie noch etwas billigeres? Imate li nešto jeftinije? Etwas plus billig, znači billiger pridev plus es. Etwas schönes, etwas wichtiges, etwas billiges. Das Mittagessen um 12 Uhr gibt es Mittagessen, ručak je u 12, aber das Mittagessen ist kalt geworden. Ohladio se, znači glagol werden plus pridev. Nass geworden, pokisao. Kalt geworden, postao hladan, ohladio se. Ok, to je to, vidimo se. Naravno, da ne zaboravim, pritisnite like i subscribe. I još jedna stvar koju možete da uradite za mene, jeste da uradite sljedeće. Kada odete na moje pomisliti na neki video koji vam se mnogo svidio, idete ovdje na dve tačkice, tri tačkice i piše super thanks. I tako mi date 100 dinara, 200 dinara, 300 dinara za kafu, buy and send. I pomognete mi da dalje nastavim da snimam video. Ok, to je to, vidim se, čusti.